Am Samstag stimmt das britische Parlament über Boris Johnsons neu ausgehandelten Austrittsvertrag aus der Europäischen Union ab. Es wird eine schwere Überzeugungsarbeit für Johnson. Die irische DUP, Teile der Labour-Partei und die Brexit-Hardliner wollen dagegen stimmen. Und auch Überläufer von den Tories zu den Liberaldemokraten wie Sarah Wallace. Das wird eine Abstimmung auf Messerschneide. Und was wir von den Brexit-Hardlinern hören, ist, dass sie genau darauf hinaus wollen. Denn sie nehmen an, dass es so zu einem No-Deal kommt. Das sollte eine ganz deutliche Warnung an die Kollegen im Unterhaus sein. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass wir ein Jahr lang relativ ruhig verhandeln können und es dann einen No-Deal gibt. Es gibt Leute, die genau das wollen, einen No-Deal. Es sollten also alle sehr vorsichtig sein, wofür sie stimmen werden. Mit seinen Tories hat Johnson keine Mehrheit. Er ist auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Bis zur Abstimmung wird Johnson versuchen, möglichst viele Abgeordnete von seinem Deal zu überzeugen. An die Abgeordneten, arbeiten Sie jetzt bitte einfach zusammen für einen Plan, der den Menschen wirklich hilft. Ob es nun ist, die ganze Brexit-Idee für nicht gut zu erklären oder anzuerkennen und umzusetzen, was wir jetzt haben. Wie auch immer es ausgeht, es wird unglaublich knapp werden. Es ist mit Zehntausenden Demonstranten in Westminster zu rechnen, wenn diese außerordentliche Parlamentssitzung, es ist erst die fünfte in den letzten 100 Jahren an einem Samstag, stattfindet. Vincent McAvinney, Euronews, London.